Liebe Zuschauer, sehen Sie mal, ich bin hier so alleine in dieser riesig großen Küche und ich habe das ganz enorme Bedürfnis, hier noch jemanden an meine Seite zu holen. Die Zuschauer, die uns schon des Öfteren verfolgt haben, die wissen schon längst, wer jetzt gleich hier neben mir auftauchen wird. Das ist nämlich Profikoch Mirko Reh. Komm an meine Seite. Grüße dich. Komm in meine Arme. Und heute haben wir es richtig schwer, denn unsere Kandidaten bekommen heute als Thema das Thema Salat. Ob in der Vorspeise, im Hauptgang, im Dessert, das wird heute eine harte Sendung. Und es soll ein bisschen mehr sein als einfach nur Kopfsalat mit Essig und Öl, hoffe ich ja, doch. Das ist ja ein bisschen langweilig, aber wir haben tolle Kandidaten. Aber erstmal gehen wir zwei wieder an unseren Marktplatz, denn ich möchte dir unsere Zutaten vorstellen. Und ich weiß, wie du drauf bist. Du hast auch irgendwas reingepackt, was so ein bisschen schwieriger ist. Weil natürlich. Einfach nur Salat kann ja nicht sein. Logo. Also, wir haben natürlich tolle Lebensmittel heute für das Thema Salat. Rote Beete zum Beispiel, Gurke, das ist ja nichts Schwieriges. Ich glaube, das wäre so ein Klassiker. Chicorée, Salatherzen, dann Granatapfel, ein bisschen, das genau, im Salat finde ich klasse. Avocados, Papaya, ein Riesensortiment. Und oben nochmal die Schokolade drauf geraspelt. Zum Beispiel, oder Nougat, warum nicht? Oh, herrlich, oder? Wir Schleckermäuler, wir lieben sowas. Genau. Jetzt lachst du, gell? Und dann hier vorne natürlich die Basics, verschiedene Essige, verschiedene Öle, Nüsschen, Muskat, Creme fraiche, Senf. Also siehst, es ist ein Riesenreigen an Lebensmitteln. Normalerweise sagst du ja immer, entweder Vorspeise und Hauptgang oder richtig. Hauptgang und Dessert. Wie machen wir das mit das Salat? Das gilt heute alles auch. Grün. Es muss ja nicht alles grün sein. Aber ich finde, so ein Salat kann ja auch als Hauptgang angerichtet werden. Das könnte ja dann eine schöne Beilage sein, zum Beispiel so, zu einem Putenschnitzelchen oder irgendwas. Also ich darf aber nicht zu viel verraten. Ich weiß nicht so viel verraten. Und ich weiß ja auch, dass unsere Kandidaten jetzt schon mitgehört haben, denn die stehen ja schon parat. Genau. Und dann möchte ich gleich mal den ersten Kandidaten zu uns bitten in meine Küche. René, komm rein. Herrlich, er strahlst du Hallo. Mit dem Hütchen vorne drauf. Ja, hi, René, servus. Hallo. Freue mich. Grüß dich. Hallo. Hast willkommen. Du zugehört? Ja, so ein bisschen. Wäre das schon so der ein oder andere Tipp für dich? Ja, noch nicht so. Wenn ich jetzt mal den Markt sehe, dann vielleicht. Ja, genau. Du guckst ja gleich dir noch ein bisschen genauer an. Wie kamst du aufs Kochen? Ich meine, du hast ja einen Grund, warum du jetzt hier stehst. Ja, ich koche eigentlich so ganz gern. Und auch zu Hause koche ich öfter und macht mir auch Spaß. Hat auch jeder alles bis dato gegessen? Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert. Das ist schon gut. Das ist schon sehr gut. Der nächste Schritt ist dann das Lob, gell? Ja, also, das stimmt. Ja, das werden wir vielleicht danach heute auch hinkriegen. Ich hoffe es. Ach, natürlich. Klar. Und in allen Sendungen waren unsere Kandidaten bisher immer spitze. Du hast es manchmal auch echt schwer gehabt. Also da war das Tatsache so, Mirko konnte sich nicht entscheiden. Und es gab auch zwei Gewinner. Gab es auch schon. Vielleicht macht ja genauso auch Jerry das Rennen. Das ist unser zweiter Kandidat. Komm rein zu uns. Servus. Hier zwei Riesenmänner. Ich gehe ja hier unter. Hi. Da müssen meine High Heels Hallo. Demnächst nochmal so 5 cm hochlegen. Komm hier zu mir auf die Seite. Ja? Sehr gerne. So. Hallo erstmal. Guten Kannst du kochen? Tag. Wie soll ich mich ausdrücken? Also ich finde Kochen toll und ich habe auch schon mal gekocht, ist schon ein bisschen her, aber wenn man die Zutaten sieht und die Unterstützung, ne, dann kann da ja nichts schief gehen. Guck mich nicht also so an, ich kann nicht kochen. Guck in die Richtung. Ja, also ich bin dafür da, für die Unterhaltung. Okay. Ich stelle euch die eine oder andere Frage. Ja. Ganz wichtig, kocht währenddessen weiter, weil die Uhr läuft. Genau. Okay. Und da kommen wir schon gleich zu den Spielregeln, denn unsere Kandidaten haben gleich 35 Minuten Zeit, eine Vorspeise, ein Hauptgang oder ein Hauptgang und ein Dessert zu kochen zum Thema Salat heute. Nach 35 Minuten habe ich die Ehre, das Gekochte, das Gebratene, das Gezupfte, Gerupfte dann auch zu probieren. Danach heißt es, der eine oder der andere hat gewonnen und bekommt dann einen tollen Preis. Aber jetzt, damit ihr erstmal wisst, was ihr kochen könnt bzw. zubereiten könnt, gehen wir an unseren Marktplatz. Gerupft und gezupft, also müssen wir hier das Hühnchen noch ausnehmen. Nein, ja? das müssen wir nicht ausnehmen. So, hier habt ihr jetzt einen Marktplatz, da bekommt ihr ein Körbchen. Ihr müsst uns dann, wenn ihr eure Zutaten zusammensortiert habt, 10 Euro habt ihr jetzt zur Verfügung, müsst ihr uns sagen, wie viel es ist. Dann zeigen wir das nochmal den Zuschauer in die Kamera. Okay.
Und dann geht's schon alsbald los. Ich hoffe, ihr seid gut im Kopf rechnen. Genau. Die Basics müsst ihr nicht mitrechnen. Die schenken wir euch sozusagen. Aber all das, was hier steht, ja, da sind immer Preise dran. Und falls mal was umgefallen ist und der Preis nicht dran steht, fragt uns. Wir haben Fantasie. Wir haben Fantasie. Wir denken übrigens uns was aus. Die Preise sind natürlich so im Supermarkt nicht real. Das sind jetzt, ich sage mal so, Fantasy-Mirko-Preise, dass es für euch schwer wird. Und wo kann man handeln? Also der Handel? Gar nicht. Du kannst es versuchen, aber wir sind eisenhart. Ja, musst du mit ihr handeln, weil ich bin knallhart. Ah, sehr gerne. Du bist so ein Marktgänger. Bist du jemand, der auf dem Markt auch feilscht? Ich muss nicht feilschen, weil die wissen, wenn der Preis zu hoch ist, schimpfe ich und jammer ich. Seid ihr so Marktgänger? Ja, auch. Ich bin auch jemand, der gerne handelt. Also wenn ich einkaufen gehe und ich sehe irgendwas, was mir gefällt, dann gehe ich schon mal und sage, ich habe gerade gesehen, ist ja gut reduziert, aber es ist ja nun mal schon 17.10 Uhr. Reicht noch nicht. Ihr schließt gleich. Da können wir was drauf. Können wir noch mal. Dein Lieblingsreiseziel ist die Türkei, oder? Türkei finde ich toll. Weil? Absolut. Ich sag mal so, natürlich die Gegend sowieso, die Menschen und weil man, ich bin auch so ein Flohmarkt-Typ, der, ich kaufe nie etwas, wenn 2 Euro dran steht, kaufe es nie für 2 Euro, sondern ich muss immer handeln. Egal, ob es das wert ist oder ist mir vollkommen wurscht. Äußerlich so richtig deutsch, oder? Ja. Blonde Haare, blaue Augen, vom Herzen her ein Südländer, ein Heißspanner. Ja. Ich bin gespannt, ob sich das auch in der Kulinarik wiederholt. Aber wir dürfen jetzt nicht so viel Zeit verbrüdeln, sondern 10 Euro gelten für beide Gerichte. Ja, und die 35 Minuten laufen schon seit 10 Minuten. Okay. Nein. Okay, dann habt ihr jetzt einen kurzen Moment und ihr dürft euch auf die Zutaten stürzen und wir zwei gucken einfach, wir was sie... Gemütlich. Wir machen uns gemütlich. Wir gehen am besten mal hier ein bisschen zur Seite. Ne, für Parmigiano, sogenannte. Ach, guck mal, jetzt reden wir auch. Wir brauchen jetzt gar nichts. Guck mal. Ja. Eine Zwiebel braucht man immer. Das ist doch eine Zwiebel, ne? Ja. 30 Cent. Sich auch eine. Ja, ist ah, die ist doof. Weil die darf ich nochmal tauschen? Die ist ein bisschen. Ja, du kannst tauschen, natürlich. Was ihr aber nachher nicht könnt, was jetzt eingekauft wurde, mehr dürft ihr auch nicht mehr holen, auch wenn ihr noch Geld übrig habt. Und ihr müsst auch alles verbrauchen, was drin ist. Ah, okay. Ja? Also jede Zutat muss verwendet werden. Heißt nicht, dass ihr jetzt, wenn ihr jetzt einen Kopf Rotkohl nehmen würdet, dass ihr ganz Rotkohl verwendet. Aber es muss Rotkohl im Gericht dann drin ist. Okay. Mozzarella haben wir nicht zufällig. Spontan heute nicht. Nein. Was darf denn die Gurke kosten? Die Gurke 1 Euro. Oh, das geht. Gell? Dann hätte ich jetzt 3,30 Euro. Aber wir hätten auch eine halbe Gurke. Der Kopfsalat kostet für 30 Euro. Cent, oder? Der Kopfsalat kostet 1 Euro, jawohl. Auf jeden Fall Radieschen. Romanasalat ist auch noch, sehe ich gerade. Radieschen ist ein Stückpreis, 30 Cent, ne? Ja, ja, das sind teuer hier. Ja, 3,30. Die Tomaten sind günstiger mit 15 Cent. Das Fleisch nehme ich jetzt. Da ist Backpapier und da kannst du es in Backpapier einschlagen und dir dann ins Körbchen legen. 4 Euro. Ja, wir wollen es euch ja schwer machen. Das ist sehr liebevoll aufgezogenes Fleisch. Von Mirko handmassiert, jeden Morgen. Ja, ja. Selbstverständlich. Und die Hühnchen habe ich mich gekümmert. Alles Stückpreise, alles Stückpreise. Das heißt, 4 Stück wären 1 Euro. 6? 4 Stück wären... Quatsch, 4 Stück... In Türkei ist es 1 Euro, dann kann ich auf 60 Euro. Ja, ja, genau, so ist recht. Genau, also 60... Ach übrigens, ihr braucht nur für Mirko kochen. Ihr müsst nicht die doppelte Portion einrechnen. Ich meine, ihr könnt es gerne tun, da würde ich mich sehr freuen, aber ihr müsst es nicht. Ich wollte das verehrte Publikum dann einladen, mitzuessen. Ja, das fänden wir auch ganz toll, aber das verehrte Publikum. Kann ich alles haben. Wir Publikum. Wir. Oder kostet ein Champignon 1 Euro? Sollen wir dann nicht 50 Cent machen, nämlich 2? Da steht nichts dran, nein, also kostet nichts. Nein, also ich sag mal, die Portion Champignons. 1 Euro. 1 Euro. Mhm. Okay. Die Portion Champignons kostet 1 Euro. Ich bin jetzt gleich bei die Portion. 6 Euro. Oh, ich bin bei. Und, was ist das hier Leckeres? 6. Das ist sogenanntes Suppenfleisch. Ah, nee. Das kann aus der Brust sein oder aus, dem, aus den Hüften. Okay. Ja. Das ist Rinderfilet. Das ist Rinder, nicht Filet, sondern Rindergulasch. Ah, nee, dann nehme ich. Pute ist das, ne? Hühnchen. Meine ich. Damals war es Pute. Damals war es Pute, heute ist Hühnchen, genau. So, die Herrschaften. Ja. Ich will ja nicht drängeln, aber ihr müsst ein bisschen Gas geben. Okay. Die gesamte Sendung ist nur 50 Minuten. Ach, Entschuldigung. Okay. Deswegen solltet ihr euch jetzt beeilen. Habt ihr irgendwas Besonderes im Körbchen? Das ist so langweilig bis jetzt. Ja, ich Nudeln auf jeden Fall. Was langweilig? Ich find das langweilig. Wieso? Tomatengurken? Ja, Tomatengurken esse ich immer im Salat. Ja, ich bin ja... Was ist mit Sardellen? Was ist mit Granatapfel? Was ist mit Ingwer? Ingwer ist nicht so... Aber
Aber Knoblauch, was Knoblauch mit Tofu? Ist gut. Knoblauch ist gut. Was ist mit Papaya? Papaya muss man auch. Ah, Paprika ist gut. Das fängt auch mit PA. Aber ein Euro. Und du weißt, ihr müsst auch wissen, was ihr dann. Ich glaube, ne? ich bin schon fast, wenn ich ehrlich Mango. Bin. Ich glaube, ich bin jetzt so bei 8,97 Euro. Wie viel Nudeln kann ich denn für 1 Euro haben? Du kannst eine Portion. Eine Portion. Du kannst die Nudeln mitnehmen dann. Genau. Ah, okay. Dann nehme ich die Nudeln mit. Ja. 60, 70. Ja. Warte. Genau so. Leg's einfach hin. Achso, alles klar. Zack, hingelegt. Die Schüssel finde ich auch so toll. Denkt an Spaghetti oder Brot, wenn ihr das haben wollt als Beilage. Das liegt auch hier. Auch 1 Euro. Ihr könnt euch das auch teilen. Ja, vielleicht kann mir jemand auch ein bisschen Geld leihen, weil ich glaube, ich bin schon drüber. Das zählen wir jetzt zusammen. Beziehungsweise du hast es ja zusammen gezählt. Ja. Bist du fertig? Ja, ich sag mal so. So, dann halten wir das mal in die Kamera. Komm, ich halte die Kamera. Genau. Und zwar haben wir hier Pasta, Paprika, Champignons, rote Zwiebeln, ein Radieschen. Zwei. Oh ja, das ist noch. Ach so, das soll... Und etwas Gurke und Parmesan. Ja. Hühnchen. Und Hühnchen, das sind knapp 10 Euro. Wunderbar, sehr gut gemacht. Du könntest jetzt noch ein Tomätchen nehmen für ja. 15 Cent, wenn du willst. Ehrlich. Oder die große würde auch noch gerade hinhauen mit 30 so. Cent. Das nehme ich damit heim. Du hast genau 10, also großartig. Ich gehe auch davon aus. Da gucken wir rein. Ja. So, der junge Mann hat ein Ei, Champignons, Hühnchen, dann Feldsalat, Gurke, Apfel und Eisbergsalat und eine Kiwi. Sehr spannender Korb. Ja. Super. Auch liebevoll dekoriert. Und dann gehen hier gab es noch einen Tausch. Hier gab es noch einen Tausch. Eine Tomate weg, ein Ei rein. Genau. Ah, Tomate weg, Ei rein. Passt, kriegen wir hin. Perfekt. Dann gehen wir zurück in die Küche. Ja. Habt ihr eigentlich euch was dabei gedacht? Ja, ja, aber ich muss jetzt quasi einfach mal so rein. Einen Titel an die Tafel schreiben. Ah, okay. Auf den Preis geguckt, auch sehr gut orientiert. Ja, weil ihr müsst jetzt daraus was kreieren. Wie gesagt, jedes Zutat muss jetzt auch drin vorkommen. Ah, ich verstehe. Ich sag mal, Vorspeise, jawohl. Als Vorspeise gibt es einen sehr leckeren Tomaten-Champignon-Radieschen-Gurkensalat. Ah! Das passt nicht auf die Tafel. Was? Tomaten, Radieschen, Toragu. Ja. Toragu gibt's. Toragu, genau. Toragu. Ja. Ganz bekannt in der ganzen Welt. Ja. Wird immer wieder Toragu. Mhm. Ja. Toragu. Salat. Salat. Und als Hauptgang? Als Hauptgang gibt es ein, was war das? Hühnchen. Ein sehr leckeres, zartes Hühnchen auf einem Nudelbett. Ja. Hühnchen auf Nudelbett Nudeln mit Salat. Bett klingt immer so toll, nein? Hühnchen à la Cherry mache ich. Oder so. Ja, Tom und Jerry. Hühnchen à la Tom und Jerry. Cool, da kannst du doch die Fantasie laufen lassen. Toragu. À la Cherry. Ja. Alles klar. Okay. Und dann der zweite Kandidat, lieber René. Ja, also als Vorspeise würde ich ganz gerne machen einen Feldsalat. Mit Champignons. Feldsalat, jawohl. Ja. Sekunde. Du kannst auch gerne Rapunzel schreiben. Ja. Oder Vogelsalat. Oder Nüsschen, wie es bei mir aus der Ecke heißt. Nüsschensalat. Für Feldsalat. Ja, Nüsschen. So. Feldsalat. Ja. Wie? Mit Champignons. Jawohl. Und Nüsschen. Du denkst dir doch gerade was aus. Du hast doch gar keinen Plan. Okay. Ich sehe doch deinen Blick scheißen hier. Das ist jetzt deine Vorspeise? Das würde ich jetzt eine als Vorspeise machen. Und Hauptgang? Als Hauptgang gibt es einen Eisbergsalat. Erzähl erst mal. Ja. Also wenn ich das jetzt anfange. Genau, also ein Eisbergsalat, auch mit gebratener Hühnchenbrust in Streifen geschnitten. Schon viel zu lang. Schon zu lang. Hühnchen auf Eisberg. Hühnchen, Surprise. Genau, das könnte man, es wird auf jeden Fall eine Surprise. Ja, das auf alle Fälle. Hühnchen Surprise. Ja. René, schreibt man dich eigentlich mit Accent, oder? Ja, mit Accent de Gue auf dem letzten E. Also nach rechts, nee, ja, ja, egal. Das kann man so lassen. Weil ja? Das geht so, jo. Zwei, bitte nicht mit zwei E. Also. Dann wärst du das Mädchen. Genau. Ach so, hinter dem E noch ein Ja. Ja. Surprise, Hühnchen Surprise. Oh, ist super, okay. Ja. Dann mir ist der Salat abhanden gekommen. Ne? Dir ist der Salat abhanden gekommen? Was für ein Salat? Ja. So, jetzt gibt es keine Ausmischung. Nee, natürlich nicht. Schluss, aus. Ich improvisiere kein Thema.
Und ich rufe unser altbewährtes Motto, Let's Koch. Ab jetzt habt ihr 35 Minuten Zeit und Action. Okay, perfekt. Jetzt möchte man ja eigentlich meinen, bei Salat bliebe die Küche kalt. René, bleibt bei dir der Herd kalt? Nein. Bleibt bei dir der Herd kalt? Ich habe vor, das Hühnchen zu braten. Das kann man aber, heutzutage kann man das ja auch so zu sich nehmen. Wollte ich gerade sagen. Hier, ich mache, obwohl Hühnchen muss ja echt immer durch sein. Fisch kannst du ja durch. Ja, Hühnchen muss durch sein. Nee, dann wird es so trocken. Nee. Nein, Hühnchen. Hier, Profi. Hä? Profi. Hier, Profi. Hühnchen muss durch sein. Es gibt gerade Diskussionen. Hühnchen muss durch sein. Das sollte durch sein. Trotzdem kann es zart sein. Es kann zart sein, also aber man darf das natürlich dann nicht jetzt hier mit voller Hitze matretieren, sondern man muss dann schon ein bisschen leichte Hitze. Gefährlich. Ist denn Salmonelle? Ja, Salmonelle. Aller Salmonelle. Jetzt kriege ich ein bisschen Angst. Ich will nein, wir haben schon mit dem ersten Kochirrtum aufgeräumt. Ich möchte ja morgen Abend wieder eine Sendung hier machen, ja? So. Stimmt, du wirst es ja nachher probieren. Ich habe das mal. Sehe ich das richtig, dass das ein Induktionsherd ist? Nein, das ist ein normales Kochfeld. Ja. Ah, genau, volle Lotte. Ja? Hammer, 9 ist volle Lotte. Soll ich dir auch schon mal irgendwas anstellen? Ja, ist das der Herd? Ja, cool. Ich kann dir auch was anderes anstellen. Backofen haben wir noch, Kühlschrank. Nee, nee, nur keine Umstände. Brauchst du eine Platte jetzt? Nee, im Moment noch nicht. Ich mache jetzt erstmal. Du, wir können auch die. Ja? Gibt es denn zur Orientierung eine Uhr oder sowas? Dass nee. Man weiß? Nee, okay. Das ist voll tricky hier. Ich habe schon mal Tomaten. Wir haben jetzt noch 33:30 Zeit. Jerry, hast du gehört? Bitte was? 33:30. Ah, perfekt. Dann also jetzt mal auf meinen 33:20. Ja. Ist so, ja noch alles drin. Volle Konzentration. Wo sind denn die Pflaster? Der ist schon gewaschen, sehe ich, ja? Wunderbar. Kannst du alles nehmen. So. Boah, das Messer ist ja der Hammer. Das Messer kann ich das mit. Das ist ja toll. Vorsichtig, vorsichtig. Nee, das ist toll. Hast du schon mal damit geschnitten? Das ist ja Wahnsinn. Den hier, wo richte ich das drauf an? Ich brauche einen Teller. Also, wie schneide ich denn so ein Ei? Ah, nee, das muss gekocht werden. Ne? Sind einmal eckige Teller. Ja. Hier sind ohne Teller. Nachher werdet ihr auch auf den servieren. Ja, okay. Ja, könnt ihr euch aussuchen. Brauchst du eine Schüssel? Nee, ich bräuchte, wo ich das Ei verstecken kann, vielleicht einen Topf mit Wasser. Ja, das musst du dir suchen. Das war hier, ne? Ja. Boah, ich merke schon, die Jungs, die nehmen mich voll an die Kandare. Ein paar Aufgaben. Roman Lauf. Aufgaben habt ihr ja auch. Das ist eine Kasserolle, oder? Das ist eine sogenannte Stielkasserolle. Ah, okay. Und eine Kasserolle, eine große Kasserolle, ist dann quasi der Bräter mit zwei Henkeln. Auch das ist eine Kasserolle. Und das ist eine Stielkasserolle. Alles schon gemacht, dann steht fertig. Kannst du so nehmen. Das gute Wasser. Wie ist es eigentlich mit Champignons? Champignons, wir haben ja alles vorbereitet. Super. Super, die Champignons. Aber wie ist es mit dem Putzen, mit dem Saubermachen? Ganz kurz abspülen. Man darf die nur nicht im Wasser liegen lassen, dass sie sich vollsaugen. Okay. So, mein Lieben, jetzt gibt es noch eine kleine Hürde. Oh. Denn wir haben noch eine Überraschungszutat für euch. Das ist übrigens der Moment, den Mirko am liebsten hat. Den finde ich großartig. Das seht ihr auch schon an seinem Grinsen. So, mein Lieber, dann darf ich dir einmal Schokolade überreichen als Überraschungszutat. Unwahrscheinlich nett von dir. Viel Spaß damit. Ja. Und ich habe mir gedacht, da du so gar kein süßes Element in deinem Rezept hast, richtig, darfst du mal Kirschen aus dem Glas mitverwenden. Ja? Ein Traum. Und es gilt nicht nur obendrauf zu legen als Dekoration, es muss eingearbeitet sein. Verstehe. Okay? Ja, das gut. Müsst ihr hinzukriegen sein. Das ist aber generell so. Dekoration sollte nicht einfach nur Dekoration sein, sondern wirklich ein Teil des Gerichtes. Ich glaube, er ist ein bisschen geschockt von den Sauerkirschen. So, das wäre ich aber auch, du. Nein, wobei, Schokolade ist ja natürlich sehr interessant, aber wie also passt meine das? Schokolade ist natürlich, die finde ich aber, die finde ich gemein zu meinem Essen. Aber ich finde die ganz toll. Tut mir leid. Weil, sobald Schokolade irgendwo dabei ist, tendiere ich ja immer zur Schokolade. Nur ich weiß nicht, ob es schmeckt. Ja? Aber ich bin ja auch nicht ausschlaggebend. Als Moderatorin musst du neutral bleiben. Ah. Ist das so? Ja. Tatsächlich. Ja, ich kann da probieren. Ich kann Schnabulieren. Hier kocht es schon so. Ich habe mal eine Frage an den Jerry. Ja. Jerry, du hast eben den Anschnitt sowohl bei der Tomate als auch hier bei den Radieschen auf einem Zeber gemacht, beziehungsweise Küchentuch gemacht. Warum? Also ich sag ganz ehrlich, ich bin so ein Küchentuch-Fan. Ich mach auch immer, ist ganz witzig, auch wenn ich im Restaurant was essen war, dann nehme ich immer mein Besteck, das habe ich mir von zu Hause angewöhnt, und mach's immer so sauber. Dann haben die in der Küche nicht so viel Stress, bis es angetrocknet ist, und das ist so eine Marotte von mir. Ach, das ist ja witzig. Und das ist auch relativ schnell wieder sauber. Das wird nachher alles aufgeräumt sein. Wir müssen nichts machen, Mirko. Großartig. Und ich bin tatsächlich gar nicht so ein wirklicher Koch, aber es sind so ein paar Sachen, die habe ich mir einfach, die sind bei mir manifestiert.
investiert. Ne? Und ist auch schön, wie du die Radieschen schneidest. Ja, ne? Ja, immer von beiden Seiten. Und das große Endstück weg damit, gell? Weil ja, das esse ich immer mit. Ich habe mal eine Frage an meinen Freund René. Meinst du, ich könnte mein Ei bei dir reintun? Ja, klar. Cool. Ja, das ist natürlich meine Freundschaft. Kann man mein Ei bei dir reintun? Das macht schön. Hier, den Finger auf. Ah, danke. Ja. Mm. Hilfst du so ein bisschen? Nö, ich bereite mir schon mal was vor. Jerry, weil wenn hier wir heute eine Platte dir geklaut. Ist das in Ordnung? Ja, gerne. Gut. Wenn wir heute schon Salat Dank, machen, René. Gibt es gern geschehen. Als mein Special-Tipp-Point in der Sendung natürlich auch einen Salat. Und da wirst du dich wundern, der wird spannend. Du brauchst aber noch einen Moment. Ich bin... Weil ich würde jetzt gerne erstmal mich hier orientieren, mach mal. Wie was mal läuft, sein. Ja? Bei René. Ja. Wir wissen jetzt, was du machen willst, aber wie ist deine Vorgehensweise? Die ist relativ spontan im Moment. Meine Vorgehensweise ist erstmal, ich habe den Feldsalat. Ich habe also meine Champignons, die ich auf jeden Fall so ein bisschen andünsten möchte. Und das Ei mache ich prophylaktisch und danach werde ich gucken, was ich für eine unwahrscheinlich leckere Soße da hinzaubern kann. Wo kommt denn die Karotte ins Spiel? Bei was? Die Karotte kommt im Hauptgang. Ja, kommt die ist jetzt noch nicht für die Vorspeise, die ist also für... Aber die braucht doch länger wie Champignons. Was, die Karotte? Aber sie die roh machen? Ja, klar. Ah, gut, okay, dann ist ganz gut. Die kommt roh, die wird, ich hoffe, ich habe eine schöne Raspel. Wir müssen mal was austauschen, weil der kann dir, wenn die Pfanne noch ein bisschen heißer wird, in der Pfanne hängen bleiben. Okay. René, deswegen kriegst du mal was. Was machen wir denn damit? Da ist noch so viel. Ja, das kommt alles in meinen Hauptgang. Das ist alles in deinem Plan alles drin, ne? Wunderbar, das ist alles in meinem Plan. Okay. Den Stiel ist richtig, den mach mal ab. Ne? Nö, kannst du ruhig mitverwenden. Genau, meine ich auch. Den so, und hier sind wir schon beim zweiten Champignon angelangt. Yeah. So, ich habe die Ruhe weg. Es sind jetzt ungefähr noch, ich sag mal, 26 Minuten, schätze ich mal. Ich finde das so klasse. Ich wäre gerne bei euch Gast, aber ihr kocht eher mit den Gästen zusammen. Ja, ich bin, wenn man schon mal da ist, dann kann man auch eine kleine Geschichte erzählen oder so. Aber im Moment bin ich ja total konzentriert auf den Champignon. Mhm. Was kochst du gerne? Was ich gerne koche, das ist eine gute Frage. Ich habe schon Mirko beantwortet. Er sagt, er findet es grässlich. Ich liebe ja Milchreis. Wow. Und das ist ja Milchreis. Milchreispfannkuchen, sowas ist so mein Ding. Ansonsten esse ich gerne asiatisch. Milchreis. Aber ich lasse mich bekochen. Ich habe das irgendwie in meinem Leben hingekriegt, dass ich mich bekochen lassen kann. Das ist gut. Oder? Sehr gut. Einer muss es können. Horch mal, der junge Mann, hier spricht der Sherry, hat dich jetzt gefragt wie ein Moderator. Also da stimmt doch irgendwas nicht. Du bist doch auch Profi, oder? Also ich sag mal, ich kann auch ein Mikrofon halten. Sehe jetzt nicht so super aus wie die Stefanie. Oh, das ist aber sehr schön, dass du das so siehst. Ja, aber das weiß man doch. Ich habe vorhin gesagt, hier ist ein blonder Jüngling. Ganz blond. Da muss er natürlich jetzt was Nettes drücken. René, ich darf dich nicht vergessen. Auch du siehst dir gut aus. Genau. Ja, also du bist Moderator. Ja. Wo machst du das denn? Also Messen, Stadtfeste, Neuwagenpräsentation. Letzte Woche habe ich was ganz Witziges gemacht. Das war so eine Marktschreieraktion. Da haben wir dann so Eimer vertickt und so. Und im Prinzip alles. Ich mache jetzt mal Werbung für dich. Ja. Liebe Zuschauer, wenn Sie einen Moderator für sich, für Ihre Veranstaltung, für Ihren Event buchen möchten, dann tun Sie das. Buchen Sie mich. Nein, Quatsch. Nein. Vielleicht. Oh, wir. Ach, ja, ihr beide. Aber bitte nicht beim Kochen. Also er kann... Nicht nur moderieren, er kann auch kochen. Das hoffen wir, weil nachher wird Mirko das alles probieren müssen. Natürlich. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Moderator-jerry.de, aber das soll ich ja nicht sagen. Also nein. Wir haben ja extra davor alles besprochen. Yeah, so, genau. Das Radieschen ist dran. Und hier, goldgelb, ja, würde ich sagen. Ja, die sehen gut aus. Wenn ich da mal so einen geschulten Blick drüber werfen darf. Macht man da nicht noch ein paar Kräuter dran? Man kann dann auch Kräuter dran machen, nur jetzt würde ich es noch nicht machen, weil sonst sind die Kräuter dann verbrannt. Übrigens, René, Jerry, ihr habt da schon unsere Kräuterwand gesehen. Ja, da war auch. Primelchen dürft ihr auch alles so verwenden. So lecker. Das kommt ja, noch. Primelchen könnte man ja zur Dekoration nehmen, sodass der Teller ein bisschen farbig ist. Aber ich bin eigentlich kein Freund von, aber heute lasse ich Gnade ergehen sozusagen. Okay. Aber wir haben hier Petersilie, Schnittlauch, Rosmarin, Zitronenmelisse, Thymian, Basilikum. Was haben wir hier drüben? Hier drüben nochmal gleich. Also auch da könnt ihr euch austoben, ja? Wie viele Taler brauche ich da? Oder ist da brauchst du keine Taler. Cool. Dann nehme ich gratis. Dann nehme ich mal Basilikum. Ich würde nur noch einen Tipp geben, weil Nudeln sind so... Ich finde Wasserdampf ganz toll. Für den Tag. Nudeln dauern so lang. Sehr gut für den Tag. Ja, aber die Nudeln, die gehen doch schnell. 9 Minuten, dachte ich. Ist nichts drin. Ich mach mal hier. Naja, 9 Minuten habt ihr nicht. Die Regie sagt uns sicher mal, liebe Regie, wie viel... Ah, kocht schon. Ja, noch 24 Minuten. Ach Gott. Es läuft, es läuft. Das dauert. Ach, zur Not wird so ein bisschen...
Salat klein gehackt und das war's dann, gell? Smörbröt, genau. Oh. Wir haben auch, weißt du was, ich gebe dir was. Hast du mein Ei? Ich gebe dir was. Im Griff kriegen. Hier, da ist mehr, kommt mehr Salz raus. Ah, mehr Salz. Salz, mehr Salz als beim Meersalz. Also ich dachte, mehr Salz, mehr Salz. Ich glaube, wir haben das Motto für diese Sendung echt gut gewählt, weil ich glaube, unsere Kandidaten sind ein bisschen... Ich bin die Nette, du bist der Böse. Wir haben hier klare Rollenverteilung. Yeah. Die Retourkutsche kommt, ich weiß das ganz genau. Ich finde, das sieht schon aus wie ein Salat eigentlich, oder? So ja, das kannst jetzt sieht schon schön aus. Im Grunde, ne? Guck mal, hier ein bisschen Basilikum. Alle 5 Minuten kriegst du einen Salat hin. Das wäre auch mal ein schönes Motto. Ja? Was denn? Ha? So alle viel wie geht. Alle 5 Minuten. Wenn die Zutaten geändert. Ich habe mal eine Frage. Das gibt ja eine Zeitvorgabe. Wo sind wir da gerade? Wir haben jetzt für euch noch 21 Minuten. Ach cool, da kann ich ja noch mal was trinken. Da kannst du noch einmal hier rumjoggen. Das apropos joggen. Noch einen Baum pflanzen. Wenn wir sportlich unterwegs sind, also ich bin's, Mirko auch, beide sind Läufer, könnt ihr da mithalten? Also wenn ich mal von mir sprechen darf, ich habe in der Vergangenheit schon mal Sport geguckt. Nee, ich habe schon mal Sport gemacht auch. Ne? Also was mir sehr viel Spaß gemacht hat, war Wing Chun. Was ist das? Das ist eine Kampfkunst, sogenannte. Ach komm, die 30 Sekunden hast du. Mach mal so eine Figur vor. Das finde ich mit toll. Kickboxen, Bein hoch oder? Nee, es gibt Kettenfauststöße, es ist ja sowas. Ich hoffe, das ist richtig, weil komm, das ist komm, nicht komm, so komm. Einfach. Also das ist okay. Das seht mir ja gar nicht. Ich habe hier schon mal Tango getanzt, dann kann ich auch was. Oh, Tango kann ich. Wie heißt deins? WT, Wing Chun. Wing Chun. Also komm, mach mal vor, ich mach mit. Okay, also. Kettenfauststöße, das ist so quasi das Grundprinzip. Also im Prinzip musst du dich erstmal so hinstellen. So. Soll ich mitmachen? Dann gehst du in die Knie. Ja, geh mal in die, ne? Das ist ein Kniebeugen. Ja. Und dann machst du links den Fuß raus. Wohin? So, raus. Ach so. Rausdrehen und rechts. Also das ist halt wichtig, weil Wing Chun basiert auf die Kraft des Körpers. Du veräppelst mich doch gerade. Ich stehe hier ein bisschen. Aber es sieht toll aus. Naja. Und Kettenfauststöße ist so, man darf also nicht zu weit drüber, also du darfst nicht zu weit drüber, weil dann kann man dich einknicken, ein Stück drüber, also 135 Grad muss der Arm sein. Und dann wechseln die sich im Prinzip so ab, so. Verstehst du? Und das ist dann wie so eine. Und du darfst nicht zu weit nach. Ja, sieht gut aus. Also, so, und dann gehe ich durch diese Zementwand durch, gell? So ist es, genau. Oder? Das Wichtige ist, es kann keiner jetzt dich anfassen. Also wenn du so machst und es will dich jemand anfassen. Oh nee, Arschlag. Und dann gibt es noch so einen Fuß nach vorne. Ich bin jetzt schon eingeschüchtert. So. Ja. Also ich habe es nicht lange gemacht, es ist auch in Ewigkeit ein Riesenspaß gemacht. Mit den Beinen kamst du aber schon mal höher, oder? Das ist nicht der Sinn. Also es macht keinen Sinn, jemanden in den Kopf zu treten, wenn du gegen das Knie treten kannst. Ja. René, ich habe dir was rausgearbeitet. 2 Minuten sind weg beim Jerry. Genau so ist das. Deswegen habe ich mich auch gerade beeilt. Was kannst du so Spezielles? Mein Ei, René. Ich so. Unglaublich. Ja komm, dann gehen wir nach vorne. Zeig mir mal, wie du Tischtennis spielst. Ja. Wir machen jetzt gedanklich Ping-Pong. Ping-Pong, also so oder so. So. Ja. Ping-Pong, darf man das sagen? Ja, wir sagen auch Ping-Pong, obwohl es kommt immer darauf an, in was für einer Liga man spielt. Je tiefer du kommst, desto mehr ist es Ping-Pong. Und je höher du kommst, desto mehr hat es dann doch mit Sport zu tun, sage ich jetzt mal. Also dieses, woher kommt eigentlich Ping-Pong? Das ist, eigentlich ist es eine Erfindung der Engländer, wenn ich mich nicht irre. Ich hätte jetzt Asiaten gedacht, oder? Ping-Pong. Das stimmt aber gar nicht, weil der asiatische Volkssport ist erst ab den 50er Jahren dann bei den Chinesen gewesen. Und jeder denkt immer, es ist Volkssport in China. Also, die sind ja super da. Die also Asiaten, richtig gute Tischtennisspieler sind dort viel bekannter als ein Ronaldo, der jetzt Fußball spielt oder so. Ja. Also das ist, wobei wir Deutschen auch nicht schlecht sind. Ja, deswegen ist ja also Olympia jetzt gerade war doch super. Unsere Nummer 1, Timo Boll zum Beispiel, der wird in China verehrt wie Gottvater. Der ist dahin ja auch gefahren, um zu trainieren, um gleichwertige Gegner zu Richtig, haben. Richtig, genau. Ja. Machst du auch immer dann. Genau, nur zur Information, gegen den habe ich auch schon gespielt. Im Ernst jetzt? Ja, cool. Wow. Und wie hast du abgeschnitten? Aber natürlich verloren. aber mit Ehre verloren. Ja, also ich muss dazu sagen, das ist sehr, sehr lange her. Der ist ja, glaube ich, ich muss ja nicht mein Alter jetzt benutzen, aber der ist 10, 12 Jahre jünger. Macht das so viel aus? Machst du nichts beim Tischtennis? Ja, ja, machst von du wegen. Machst du nur so und so und so. Machst du mal mit mir Stunde. Wollte ich gerade sagen, dann hast du aber noch niemals ein richtiges Tischtennis. Komm, die echten Sportler sind die Ruderer. Die legen sich ins Zeug. Nein, um Gottes Willen. Aber nur zur Information, da war er 15 Jahre alt und ich halt... Du 3 Tage älter. 3 Tage älter und trotzdem habe ich verloren, weil das natürlich damals schon das Megatalent war und so weiter. Ja, ja. Also das muss man auch einfach mal honorieren und einfach anerkennen. Das und du ist hast natürlich. Dich gut geschlagen, ne? Es war okay. Ich habe ein paar Punkte gemacht, ja. In welcher Liga spielst du? Im Moment Oberliga. Oh, das ist super. Wow, das ist super. Für mein gesegnetes Alter ist das eigentlich in Ordnung. Spielst du auch in der Oberliga? In der Koch-Oberliga. In der Koch-Oberliga
Und deswegen bei mir musst du es auch immer wieder beweisen, ja? Ja, so. Ja, jeden Tag muss man sich beweisen. Das stimmt. Weil jeden Tag kommen neue Gäste oder es kommen Gäste wieder, die schon mal da waren. Ja, und ich werde immer kritischer. Die wollen was Leckeres probieren und immer wieder was Neues. Und apropos was Neues, wir haben ja schon gesagt, heute Thema Salat. Und bei mir gibt es auch einen Salat, und zwar einen gebratenen Spargelsalat. Und da wirst du sehr viel Spaß haben, denn der Spargelsalat ist ganz lecker. Der wird so karamellisiert ein bisschen und schön angebraten. Dann kommt ein bisschen Rohkost noch dazu und ein ganz süßes, leichtes Dressing mit etwas Honig, Essig und Öl. Und da noch der Clou dann zum Aromatisieren, ein bisschen Zitronengras, sodass wir dann noch so ein asiatischen Touch mit reinbekommen. Mein lieber Mirko. Ja, bitte. Ich kenne dich jetzt ja schon ein wenig. Wir haben ja schon einige Sendungen zusammen gemacht. Das stimmt. Und es fällt mir immer wieder auf, auch bei den Überraschungszutaten, die du unseren Gästen gibst. Du liebst diese Kombination von Sachen, wo man erstmal denkt, das passt nicht. Richtig, genau. Ist das generell bei den guten Köchen oder in der guten Küche so, dass man so ein bisschen kreativer wird? Ja, man sollte schon kreativer sein, weil die Gäste schon sehr viel von uns verlangen mittlerweile. Weil selbst die Gäste kochen mittlerweile, wie du hier siehst, auch in Richtung Sterneniveau. Die haben Ideen, die sind kreativ und das erwarten sie natürlich von uns auch. Und das müssen wir halt dementsprechend auch bringen. Seit wann gibt es denn diesen Trend, süß und sauer, herzhaft, süß und sowas zu kombinieren? Das ändert sich immer ein bisschen. Es kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wie so die Lebensmittel gepusht werden. Ja, es gibt ja jedes Jahr ein Lebensmittel, was ein bisschen hervorkommt. Zurzeit ist gerade rote Beete ganz in. Also man macht ganz viel mit roter Beete zur Zeit. Und von daher ist es natürlich eine schöne, spannende Geschichte. Rote Beete zum Beispiel hätte ich mir heute auch gewünscht, da ich ja rote Beete sehr, sehr liebe. Aber die Kandidaten haben anders da entschieden. Wie ist es eigentlich mit dem Genuss von roter Beete? Ja. Wenn man viel rote Beete isst, äußert sich das irgendwie? Ich weiß, was ich meine. Das äußert sich, ja. Also ich hatte mal, ich kann das gar nicht erzählen. Aufgrund dessen nämlich schon meinen Arzt angerufen. Ja, ich habe aufgrund dessen schon im Arztzimmer gesessen, denn ich hatte echt Angst gehabt, dass ich im Urin dann dementsprechend Blut habe. Hier, selbe Nummer. Und dann ist mir eingefallen, beziehungsweise mein Doc hat dann gesagt, was hast du gestern gegessen? Habe ich gesagt, das und das und das. Und dann fing er an zu lachen und sagte dann, ja, das ist dann die rote Beete, mein Lieber. Ich glaube, vielen, vielen Zuschauern fällt jetzt ein Stein vom Herzen, vor allem, weil sie gehört haben, das Trendknollengemüse, ist ein Gemüse, rote Beete, ist ein Gemüse, ja. Ist das Ding jetzt in diesem Jahr, also wird es auch mehr verwendet. Also keine Angst vor den Ergebnissen. Keine Angst vor roter Beete, genau. So, und mein Herd bzw. meine Pfanne mache ich richtig schön knackeheiß. Und jetzt aufgepasst, ohne Öl, sondern einfach nur. Ich kenne das bei Pinienkernen, ohne Öl. Genau. Warum beim Spargel? Und hier beim Spargel, weil ich arbeite jetzt ja mit Zucker und dann karamellisiere ich den. Und dadurch habe ich diese nötige Feuchtigkeit und es suppt nicht. Wer macht nachher die Pfanne sauber mit dem ganzen Bab? Oh, warum klingelt es hier? Waren das die Eier? Das waren die Nudeln. Das waren die Nudeln. Darf ich die gegen die Wand werfen? Das habe ich früher mal gemacht, ob die gut sind oder nicht. Ich glaube, dann kriegen wir Ärger. Ich warte ja schon. Du mach ruhig, Jerry. Ich warte schon lange bei unseren Kandidaten, dass das mal passiert. Ja, aber die sehen gut aus. Aber die sind zu kurz. Also die halten nicht. Ja, die werden nicht halten. Nee. Du sag nochmal, Mirko, also mit dem Karamellisieren, ich kenne das nämlich, dass manchmal wirklich so eine Butzerei entsteht in der Pfanne. Ja, also da natürlich ein toller Trick. Und zwar, wenn das verkrustet ist und wenn das, ich sag mal, wenn du das nicht abbekommst, einfach heißes Wasser rein und dann nochmal aufkochen lassen, dann löst sich das Ganze. Ja? Weil das ist schon sehr schade, wenn man so gute Pfanne hat. Du kannst es mal hier rühren, bis es schön aufgelöst ist. Und ich schneide mal die Rohkostartikel dazu. Die Rohkostartikel? Genau. Und zwar kommen da gleich Karottchen rein. Und bei der Karotte folgender Tipp und Trick, das werde ich gleich bei der Gurke auch machen. Ich habe hier so einen super Sparschäler mit Keramikklinge. Und der ist so scharf, dass ich mir hier so Streifen ziehen kann, sodass ich diese Streifen dann in meinen Salat verwenden kann. Und das ist eine schöne optische Geschichte und macht sehr viel Spaß, weil es dann auch noch auf dem Tellerchen toll ausschaut. Jerry, René, seid ihr bereit für die nächste Zeitdurchgabe? Ja, bitte. Ja, ich habe ein bisschen Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. 12 Minuten bleiben euch noch. Es läuft.
Ich muss mich mal abtupfen, wenn es geht. Mach das mal. Du, hau rein. So, Steffi, du musst es ist ja auch heiß hier. Hier wird ja. Wieso? Ich rühre. Ja, ja, ich meine ja, rühr mal. Ich warte auf das Karamell. So. Sehr schön. Und dann kannst du auch gleich ein bisschen Pfeffer und Salz dran tun. Ja, das mache ich doch gerne. Also, super. So. Jetzt habe ich ja eben gerade wegen dem Karamellisieren gefragt. Und ja. Ich finde auch schade, wenn Pfannen da so angeschlagen sind. Wie ist es so generell mit Fett? Muss man viel reinmachen oder kann man da so ein bisschen sparen? Das kommt immer drauf an, was man macht. Aber es ist nicht immer notwendig. Also, Öl braucht man, aber ich achte schon drauf. Öl braucht man halt auch, um die Sachen vom Geschmack her ein bisschen anzuregen. Liebe Steffi, weißt du, wo die Reibe, die Turmreibe ist? Ah, hier ist sie. So. Manchmal beantwortet sich manchmal beantwortet sich alles schon alleine, genau. Ich habe mal eine Frage, wenn ich darf. Du fragst, ich antworte. Also es könnte rein theoretisch sein, dass ich, sagen wir mal, mit dem Öl ein bisschen großzügig war. Ah ja. Und jetzt habe ich nochmal Aceto drauf geschüttet. Und ich habe eben schon mal probiert, da hat es mir den Mund zusammengezogen. Oh ja, dann gibt das Abzug in der B-Note. Ich probiere jetzt mal. Na noch, ich liege auf dem Teller. Jetzt ist Trauma. Super. Okay, sehr schön. Ich bin auch gleich fertig. Ich brauche noch mal Essig und Öl, Steffi. Ja, ich finde es gerade so interessant bei unseren Kandidaten. Was willst du denn haben für ein Essig und Öl? Das ist egal. Hier. Bei den Kandidaten, also beim Jay, ist geordnetes Chaos angesagt. Das sieht nur so aus. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das ist. Ja, ich hoffe auch. René, hier, super ordentlich. Guck mal, Mirko. Wow. Hier, liebevoll alles geviertelt, geteilt, zerhackt, zerrupft, zerpflückt. So. 10 Minuten habt ihr noch. 10 Minuten. Läuft auch nicht. Und du kannst mir mal die wunderbar karamellisierten Spargel bringen. So, ich hätte gern hellen Essig. Entschuldigung. Das war jetzt nicht geplant mit dem dunklen, weil. Das ist jetzt meine Herausforderung an dich. Mein Salat mein Überraschungsprodukt. Schön aus. Nee. Warte, ich hole dich gleich. Gib mir das gerade, dann kann ich das schon drauf drapieren. Jawohl. Ja, heute dauert es immer heute dauert's mal ein bisschen länger. Füßen sehr gerne. Das ist sehr lecker. Angenehm. Zack. So. Ah, guck doch mal, das sieht doch toll aus. Ha? Bitte sehr. Wie in der Sterne-Gastronomie. Das ist ein wunderbarer Salat. Rohkost ist unten drunter mit Gurke, mit Radieschen, Karottchen, obendrauf ein bisschen Zitronengras, karamellisierte Spargelspitzen und dann kommt nur noch ein ganz klein bisschen Essig und Öl drauf. Mit dem Zitronengras einfach so ein Scheibchen geschnitten, wie so einfach eine Zwiebel. So ein Scheibchen, genau. So. Und wie kriegt man das, wenn das nicht so intensiv ein ist? Ein Tröpfchen und meine liebste Steffi, sag mal, wie kriegt man das hin, dass es nicht zu intensiv ist? Also mit Zitronengras? Ja, man darf das nicht zu übertreiben. Ganz fein, ja? Genau, ganz fein. So, süße Würze, Rohkost, was Gebratenes, ganz lecker. Viel Spaß dabei und ich nasche hier mal den karamellisierten Spargel. So, ich esse ja gerne, wie man sieht. Wunderbar. Gut. Super. Hast du toll gemacht. Einfach. Der warme. Auch das einfach warm. Und gut. Auch warm, kalt ist klasse. So, lässt mir auch noch was übrig? Ach toll, ich liebe immer meinen wieder, Job. Wenn du kochst. Ich darf essen. Und die Steffi interviewt die Kandidaten. Super. Jetzt haben wir ja schon einfach. Ja? Hast du eine Idee? Oder koste mal und sag mal, wie lecker. Vertraust du mir? Na doch, ich kann schon sagen. Ich vertraue mir halt nicht so. Fehlt was? Also zu viel Öl. Ach, ich finde zu viel Öl. Ja, aber genau. Aber was mache ich denn? Wie kann man denn Öl neutralisieren? Aber es wird sauer. Ja, genau. Nein. Kriegst du nicht neutralisiert. Nein, aber Olivenöl ist sehr, sehr kleiner bittrig. Tipp. Olivenöl hat ja eine andere Konsistenz wie jetzt der Balsamico. Ja. Siehst du das? Ja, das der Balsamico ist unten und das Öl schwimmt oben drauf. Richtig. So, jetzt hast du ja einen Messbecher. Ja, genau. Und jetzt gießt du ganz vorsichtig, sodass der Balsamico unten bleibt. Gießt du ganz vorsichtig. Einfach so viel Öl weg, wie du magst. Okay. So.
Guck mal. Kannst du mal neu mischen. Das ist ja klasse. Genau. Und ich würde noch was Süßes reinmachen. Ja. So ein bisschen Honig. Nein, 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 Steffi, sagen? Keine Tipps ich geben, keine Tipps geben. Auf dem Ohr kann ich auch nichts hören, ich gesagt. Du bist ja richtig akribisch, René, so allein vom Anrichten her. Kommt es auch aufgrund deines Jobs? Bist du da, musst du da sehr genau arbeiten, genau sein? Ja, eigentlich schon. Obwohl, zu Hause bin ich mir sicher, bin ich nicht so akribisch. Aber beim Kochen. Für Fernsehen, für die Kamera. Ja, nicht, aber zu Hause schon, auch beim Kochen. Ich kann das nicht haben, wenn das also überall rumliegt. Ich sehe auch, du räumst immer alles weg, es ist alles gleiche Mülleimer. Ja, ja, ich kann das nicht haben irgendwie. Ich bin ganz ehrlich, das ist, nee, ja. Ich brauche da eine gewisse Sortierung immer. Also beim Job brauchst du nicht unbedingt die Akribie? Doch, eigentlich schon. Was ja. machst du denn? Ich bin selbstständiger Kaufmann und habe betreibe Postfilialen. Also Post und genau sein ja. passt schon muss ziemlich schon. Gut zusammen. Muss schon. Wie läuft das konkret ab? Dann haben wir ja was Gemeinsames. Ja, Postbote. Denn ich habe bei der Nein. Ich habe mal bei der Post studiert. Das ist aber auch schon. Wie kann man denn bei der Post studieren? Wirtschaft und Verwaltung im Bereich Post und Telekommunikation Aha. im behobenen nicht-technischen Postdienst. Das ja. passt wie die Faust aufs Auge zu dir, du. Absolut. Geld und steht dir auch gut. Deswegen mache ich ja heute was anderes. Ja, genau. Ja, wie kann ich mir das vorstellen mit deinem Job? Also du betreibst diese Filialen. Ja, im Auftrag der Deutschen Post. Und wir sind, ja, man kann sich das vorstellen, so ähnlich wie ein Franchise-Nehmer, aber wir sind kein Franchise in dem Sinne, sondern wir betreiben einfach für die Deutsche Post Filialen, die halt keine eigenen Mitarbeiter mehr haben, sondern wir machen das alles für die und dafür bekommen wir eine Vergütung, ja, und machen all das, was früher Postfilialen gemacht haben. Also das bedeutet Pakete versenden nach Timbuktu, auch Postbank, wir machen auch bis hin zu Kapitalanlagen. Und hast du über den Jahreswechsel hin geträumt, um Gottes Willen, ich brauche lauter Centstücke, weil jetzt kommen ja nochmal die Extrabriefmarken mit dem 3 Cent. Um Gottes Willen, wie kriege ich das mit der ganzen Kundschaft hin, habe ich hier jetzt Unmassen von Centstücke. Zum Glück kriegen wir dies von der Deutschen Post gestellt. Ach, wunderbar. Weil das war meine Überlegung, wie kriegen wir das jetzt alles hin. Das hat zum Glück funktioniert. Ja, ja, du darfst. Genau. Wie weit sind eigentlich die Kandidaten? Weil wir haben, glaube ich, haben unter 5 Minuten. Oh, unter 5. Passt super. Also ich bin wahnsinnig gut in der Zeit, habe ich das Gefühl. Ich überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich dir also das helfen die kann, Eier sag Bescheid. Fühlen sich da auch richtig wohl, ja, genau. übrigens. Könntest, ja, also soll ich die abschrecken? Du könntest die mal abschrecken. Buh. Ja? Nein. Ist erledigt. So. Jetzt mal René über die Schulter. Wie ja. mache ich denn lieber nicht? Sauerkirschen schmeiße ich. Also so kenne ich auch beim Italiener. Ja, genau. Hat doch beim Italiener. Gehen wir mal weiter. Wir gehen weiter auf. Wir gucken mal ein bisschen beim René. Da kommt auch noch bestimmt. Haben jetzt die Silikon Eier 30 drauf. Minuten gekocht? Ja, nein. Damit die auch richtig schön grün Toll. Sind. Wir brauchen eine andere Farbe. Könnt ihr hier noch mal ein bisschen rüberkommen? Hier, ganz kross gebrannt. Das ist wirklich das, was ich bestelle im Restaurant. Ich kriege ein bisschen Angst. Ich esse lieber noch ein bisschen was. Da hinten kann man jetzt gar nichts zeigen bei dir, Jerry. Das ist alles fertig. Ja, ne? Das ist alles fertig. Ist schon fertig, ist ja Wahnsinn, also hier. Ich bin Koch, bin ich bin selber beeindruckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Toragu ist halt fast mal, fertig. Toragu Ei. Ich muss jetzt jede Zutat benutzen, richtig? Ja. Soll ich dein Ei auch öffnen? Ja, oder bitte. Das könntest du mir auch gerade mal schälen. Ja. Nachdem du schon meinen Herd benutzt hast, ja. Wenn ich was kann, dann schälen. Ne? Das ist toll. Ich war Eierabschrecker und jetzt noch Schäler. Schwester Stefanie. Unglaublich. Yeah. Ich tupfe mal, ja? Ich gehe mal in den Keller. Oh, das ist aber nett. Dankeschön. Boah. Ach, guck mal hier. Ich habe ein bisschen Angst. Das ist es. So. Ist die Wunderbar. Und jetzt ist trocken genug. Jetzt kann. Nein. Das Ei an der Stirn kaputt schlagen. Ei an der Stirn. Jerry, du weißt, ja. dein Huhn liegt da noch da rum. Ja, das muss mal in die Pfanne, ne? Oh Gott. Ja, ja, weil du hast noch drei Minuten. Ja, drei Minuten. Huhn. Das wird Wo ist denn eine Reibe? Ihr habt mir die Reibe entführt. Wir haben aber auch gesagt, Jerry will ja das Huhn nicht so durchhaben. Nee, ich kenne auch einen Trick. Ne? Wenn es jetzt anfängt und dann, oder ich gehe damit mal in den Backofen, dann geht's ratzfatz, ist es fertig. Vor allem in 3 Minuten. Ja. Ihr müsst es aber noch mit reinrechnen mit dem Servieren, gell? Ja, auf, auf den Teller drauf, der wird in ungefähr einer Minute sich da hinsetzen. Jetzt wird's eng. Ja. Also, aber gut. Ich esse lieber noch ein bisschen, weil ich kriege heute wahrscheinlich nichts zum Essen. Du hast ja noch so ein bisschen von deinem Salat, oder? Hier nee, der ist mittlerweile auch alles. Na super. Das Na, tut super. Mir weh, dass du sowas denkst und sagst. Heiß, heiß. Guck mal, also beim René läuft's. Ich will jetzt nicht der Partei sein, ja? Neun. Läuft. Bei René kann aber sein, dass das Hühnchen schon wieder kalt ist. Aber gut, es geht ja auch kalt. Auch das ist egal. Ja. Dafür sind meine Nudeln kalt. So, Mirko, die letzten 2 Minuten laufen jetzt ab für unsere Kandidaten. Ich nehme mir noch was für den Weg mit. Ja, mach das. Wichtig ist, dass ein Arzt anwesend ist, ne? Wenn er meins zu sich aufgrund nimmt. Aufgrund des Eis oder aufgrund des Hühnchens? Nee, wenn er meins zu sich nimmt, ich will nicht, da müssen wir schnell handeln dann, weißt du? Was? 2 Minuten, Erste oder? Erste Hilfe kann ich. Ja, weniger.
Was weniger? 1,40. Also 1,40. Guck mal, das ist ja schon fast durch. So. Dressing darf ich zum Schluss drauf machen? Ja. Das kannst du vorne am Tisch anrichten. Ich habe mal eine Frage, René, ja, mein Freund. Ja. Ach so. Meinst du, du könntest mir, also mein Dressing, da ist mir was reingefallen. Ja. Nämlich das falsche, die falschen Zutaten. Könntest du mir ein bisschen von deinem Dressing... Ich habe nur ein Dressing für zwei Gerichte. Ah. Du könntest, also das, was übrig ist, kannst du gerne bekommen. Ja. Und die Kirschen. Ein Dressing für zwei Gerichte. Ein Dressing für zwei Gerichte? Na, nee, das kann ich anders machen. Man kocht sparsam. Nee, du kannst von mir ein bisschen haben. Also du bist ja ein Traum. Das ist nicht genehmigt. Das mal, ist nicht erlaubt. Genehmigt? Sieht der nicht toll aus? Eine Minute noch. Eine Minute? Und wenn ich hier in einer Minute nichts zum Stehen habe... Okay. Nicht zum Essen aber stehen habe, gibt es keine weißt Bewertung. Was? Mirko, ja. Willst du noch ein bisschen? Oder ja, in der Not, ja. Bis der Bauer fliegt. Ja. Na gut, dann gib mir ein bisschen Wasser, falls ich hier vorne nichts bekomme. Unter einer Minute, Jungs. Ja, wir haben vorne auf dem Marktplatz noch Trockenbrot. Oh. Ja, das hätte ich auch gerne. Na, das wird ja ein Spaß. 30 Sekunden! Was? 30 Sekunden? Ja. 20. Ich fange gleich mit dem Countdown an. Moment. Ich zähle euch runter. Oh. Ich gehe mal aus dem Weg. Achtung, ich werfe jetzt das Hühnchen darüber. Ja. Er wirft das Hühnchen darüber. Toll. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, es steht. Super. Wunderbar. Nicht, dass du weißt, von wem es ist, ne? Rate mal, von wem was ist. Was habe ich vergessen? Genau. Erzählt mir erstmal, was es ist. Entschuldigung. Okay, soll ich anfangen? Fang du an. Also, das ist der legendäre Feldsalat mit angebratenen Champignons, mit ein bisschen Kiwi und deinem unwahrscheinlich leckeren Schokoladenzutat. Wunderbar, sehr schön. Was haben wir hier? Dort haben wir Hühnchenbrust in Streifen à la René mit Ei, Basilikum und Tomate, Apfel. Ah, sehr schön. Und das sieht sehr übersichtlich aus. Ja, du hast schon so viel gegessen, deswegen dachte ich, ich schone dich ein bisschen. Das ist ein sehr schönes Nudel-Macaroni-Buntbett. Und das harmoniert mit diesem sehr leckeren, fast durchen Hähnchenbrustfilet. Der ist hier. Nein, zwei Salate. Ach so, ja, der ist, ich bin, als ich dann, und da ist der runtergefallen. Ach ja, ja, ach, das Grüne ist Salat. Basilikum wollte ich und was haben wir hier? Ja, das ist quasi eine Eigenkreation. Was ganz wichtig war, war deine geheime Zutat. Mit den Kirschen. Ja, rein optisch ein Highlight und alleine das Dressing. Das muss doch nur in die eine Ecke geschoben. Ja, da bin ich mal sehr gespannt. Es sind doch sehr gewagte Kompositionen. Es sind doch schöne Farben, oder, ja, René und Jerry? Also ihr habt tolle Farben da zusammen gemacht. Schöne Farben. Du hast auch mit Leidenschaft gekocht, also oder? Also mit ganz viel, hier wäre es das Herz, wirklich. Oh, ja. Seele ist drin und Herz. Ach, also, wie schön. Ja, das, ja. Guck mal, dann würde ich jetzt gerne probieren. Ihr geht hinter die Küche wieder. Du traust dich was. Und ich fange mal hier an diesem Teller an. Ich würde meins auch essen. Mit den trockenen Nudeln. Dann hast du eigentlich Salz ans Hähnchen. Und dann gucken wir uns mal das Hühnchen an. Oder mit dem rohen Hühnchen. Das geht gar nicht. Ja. Ihr könnt ruhig da hinten diskutieren. Ja, diesen Teller esse ich nicht. Also Steffi isst auf jeden Fall schon mal mein Hühnchen. Ja, und ich esse den Teller da vorne nicht. So, dann gucken wir hier mal rein. Aber meins würde ich nicht. Das sieht ganz gut aus. Aber auch hier ist es ein bisschen. Naja, warum nicht? So. Also René und Jerry gehen das ganz gelassen an. Wir essen jetzt gerade im Hintergrund. Also ich esse ein Stückchen Hühnchen noch, wenn es einer ist. Ich denke, du hast Dressing gemacht. Der Salat ist total trocken. Der Nudelbettsalat? Nee, der Nudelbettsalat ist tot. Moment, das ist aber ein böses Wort. Das Nudelbett ist tot. Echt? Ja. Das war eben noch lebendig. Was hast denn du gemacht? Oh, ja. Oh. Ja? Ich sag mal, das Hähnchen ist nicht ganz durch, kann man vielleicht. So sagen wir mal eigentlich so. Eigentlich ist es noch auf dem Hühnerhof. Interessant. Eigentlich läuft es noch. Es hat noch was Lebendiges. Ja, genau. Das hat noch was Lebendiges. Da weiß man auch, wo es herkommt. Ja. Was ist jetzt dran, Mirko? Ui, das jetzt habe ich den Feldsalat. Mhm. So. Normalerweise
Ich sag dazu nichts. Ein paar Geräusche. Normalerweise. Vielleicht können wir das drunterlegen. Ich glaube, die Schokolade. Also hier mache ich. Aber. Mit Fragezeichen. Aber. Ich habe ja nichts gegen Eisbergsalat, wenn so ein bisschen drin ist. Aber. Ein bisschen viel. Aber da war doch irgendwo auch. Ja, den Feldsalat gab es ja als Vorspeise. Zweimal das Gleiche ist ja immer so ein bisschen. Das stimmt, wenn man schon das identische ja. Wenn man schon das gleiche Dressing für beide Teller nimmt. Ja. Dann kann man, wie gesagt, Salat variieren. Man merkt aber wirklich, ne, guter Bulle, böser Bulle. Oder böser Bulle. Na, ich habe keine Ahnung, deswegen. Okay. Mal gucken, dass das Hühnchen harte wenigstens. Worte, die gefunden hat, ne? Also, das ist hier ganz lecker. Lecker ist auch schon mal nett. Ist noch, das ist schon mal gut. Und, eine Nudel. Eine Nudel kannst du schon mal essen, oder? Du musst ja nicht das Hähnchen mit essen. Aber sind die Nudeln al dente? Ja, sind die von der al dente. Ne? Und die haben eine tolle Farbe. Also al dente sind sie. Und ist Salz. Aber halt ein bisschen trocken. Ah. Okay. So, das hat so mit Salat nicht viel zu tun. Vielleicht liegt es an der Luft, nein? Ich muss das Hühnchen hinterher schieben. Meins besser nicht. Dass ich ein bisschen Feuchtigkeit habe. Der Chef kommt zurück. Ich fasse euch mal an hinten. Ja, gerne. Ja? Genau. Oh, kräftige Männerhände. Ja. So. Du hast eine Zornesfalte da oben. Ich? Ja, ich will nicht immer nur lachen. Das war noch nie. Maske. Zeig das bitte nochmal der Kamera, wie du. Oh, das ist böse. Begeisterung pur, ne? Ja. Mhm. Ganz knapp wahrscheinlich. Schätze ich mal. Ganz knapp. Staubt gerade, gell, im Mund. Also der Wille war da. Also diese Kombination Hühnchen-trockene Nudel, sehr spannend, wirklich großartig. Deswegen hast du, lieber Jerry, heute nicht gewonnen. Aber wie geht das bei Heidi Klum immer? Ich habe heute kein Foto für dich. Deswegen, René hat gewonnen, auch wenn der Salat so ein bisschen, naja, aber es war trotzdem deutlich besser. Deswegen gewonnen. Okay, hier, Heidi. Chapeau oder Chapeau. Du hast Erfahrung gewonnen. Ja, genau. Ja. Ich weiß jetzt mal, wie so ein Herd aussieht. Ja, das ist schön. Dass man eine Pfanne auch anmachen kann. Und ich weiß, wie der Kettentanz geht. Genau, Kettenfaust. Kettenfaust. Ihr kriegt ja was. René, ihr Lieben. Ich bin tatsächlich geplättet, beeindruckt und finde es toll. Und ich freue mich. Oh. Aber ihr wart saugute Kandidaten. Ihr habt das echt toll gemacht. Ja. Und es hat richtig Spaß gemacht mit euch. Ihr dürft natürlich wiederkommen und jetzt kriegt ihr sogar noch was Schönes. Wir dürfen wiederkommen? Oh. Ja, ich finde aber schon. Aber man muss die Fortschritte sehen, gell? Ja. Deswegen, wir wollen ja. Ich gehe mit dem René gleich noch mal was kochen. Wir gehen mal genau noch ein bisschen üben. Genau. Dann lerne ich was. Toll, dass ihr da wart. Es gibt ja auch immer eine Belohnung für den zweiten Gewinner. Aha. Ich pack sie aus. Unsere Letzt-Koch-Schürze. Die kann man nicht kaufen. Nein, gibt's nur bei uns. Ja, kriegt ihr nur. Nee, lass, passt. Die kriegst du. Oh, danke. Beziehungsweise jeder. Sehr freundlich. Und ein Kochbuch vom Mirko persönlich. Er schreibt auch noch was Liebes rein. Ja. Sehr gerne. Gibt noch ein paar Tipps. Dann noch ein paar Tipps. Ne, wie lange das Hühnchen gebraten werden muss. Ist das dann nur für Menschen, das ist nur vegetarisch. Kann man das noch tauschen? Du kannst Hühnchen dann aber noch reintrauen. Passend aber doch zum Motto. Ja. Vegetarisch mag ich ja, also... Magst du, ich merke schon. Ich bin ja ein Riesenfan eigentlich. So, das Identische gibt es auch hier toll. Für René. Nur noch ein bisschen mehr, nämlich das Gute aus der Küche von Fuzioli. Ah, das ist toll. Fuzioli ist super. Vielen Dank. Damit habt ihr auch einen sehr schön. Fantastisch. Toll. Ihr Lieben, schön, dass ihr da wart. Ja, hat mal wieder richtig viel Spaß gemacht. Und seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, liebe Zuschauer, wenn es hier heißt, Let's Koch!